Dreimal dürft ihr raten, wo ich bin. Dreimal dürft ihr raten, was ich jetzt gleich mache. La 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 la. Ja, natürlich warte ich hier. Die Lena holt noch schnell einen Kaffee und ein Wasser. Und dann gehen wir schnell putzen. Die eine Wohnung, die kennt ihr auch schon. Mann, und dann ist sowas Blödes, ne? Dann habe ich heute, ich hatte ja jetzt haben die Jungs Ferien und wir haben so gedacht, geil, ne? Diese Häuser zum Verkaufen, wo wir mal so gutes Geld kriegen, schnell viel Geld, ne? Sind ja selten, also naja, nicht so oft. Naja, auf jeden Fall wurde ich gefragt, aber das hätte ich dann morgen putzen müssen und weder Carlos noch Fonsi hatten Bock. Fonsi ist mit seiner Freundin, der Carlos hat gerade so ein bisschen, der hat ja jetzt gerade die Schule, er braucht ein bisschen einfach Gammelzeit, verstehe ich auch voll. Und naja, auf jeden Fall war das wieder ein 4 Schlafzimmer, 2 Bäder, Küche, Wohnzimmer. Da hätten wir bestimmt so 450 für gekriegt, aber wie gesagt, es wäre nur morgen gegangen. Und morgen habe ich habe mir jetzt so lange vorgenommen, dass ich mit dem Willi, der Willi hat heute frei, jetzt hat er gerade die Enkel. Ich habe ja jetzt auch jeden Tag die Enkel am Hals, weil die Lisa gerade wieder auf Jobsuche ist und sich andauernd hier und da vorstellt. Die ist ja echt, oh, hör mir auf. Naja, auf jeden Fall habe ich die Enkel jeden Tag. Und morgen wollte ich wirklich mit dem Willi und den Enkeln mal richtig schön schwimmen gehen, weil das hatten wir jetzt echt, ich warte jetzt schon wieder über eine Woche. Und das strengt mich einfach an, ne? Und deswegen habe ich das abgesagt. Und sie haben noch einen anderen Cleaner, der das dann macht. Das ist mir dann auch recht, ne? Weil ich muss heute, dann am Samstag geht es schon wieder. Sind schon wieder 2 Apartments, die geputzt werden müssen. Also es geht im Moment ab. Und also ich bin jetzt auch nicht geil drauf, jeden Tag zu arbeiten, ne? Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich putze ja im Moment auch zu Hause viel und mache viel. So renovierungstechnisch und so. Nö, also morgen war mein lange geplanter freier Schwimmgehtag. Ich hoffe, es regnet nicht. Das wäre witzig, ne? Naja, auf jeden Fall wollte ich mit dem Willi den Tag verbringen. Also die Enkel habe ich trotzdem am Hals, aber ja, das war so geplant und das möchte ich jetzt auch nicht mehr umplanen. So. Gell, Ozzylein? So haben wir das geplant und so machen wir das, ne? Die Mama ist im 7-Eleven und holt einen Kaffee, ein Wasser und ich habe gesagt, eine Orange soll sie mitbringen. Da gibt es immer Orangen, Äpfel und Bananen. Eine Orange und eine Banane sollte sie noch mitbringen. Mama. Ja, Mama, 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 Mama. YouTube auch, ne? I wish I knew you when I was young. I wish, I wish, I wish. So. Jetzt müssen wir hier immer warten, ne? Das ist so assi. Und zwar braucht man hier, ich habe ja hier den Schlüssel, so, das ist der Schlüssel, aber hier braucht man noch hier so einen Fob. Muss man hier so drüber gehen, damit die Tür sich öffnet, ne? Und dieser Manager, der hier arbeitet, den, ich habe ihn noch nie gesehen. Ich arbeite jetzt seit über einem Jahr hier. Ich habe ihn noch nie gesehen, weil ich hatte einen Check für den, damit der mir so einen Fob gibt, ne? Okay, gibt's nicht. Ich sehe ihn, wenn ich den Mann nicht sehe, kann ich ihm auch nicht einen Check geben. So, also,
müssen wir jetzt hier immer warten, wie so Verbrecher, wie so Hausierer, bis hier jemand kommt und raus oder reingeht. Ne? Und dann müssen wir dann schnell mit reinhuschen. Das ist total stressig, ne? Das ist echt das Nervigste an dem ganzen Job hier, finde ich. Guck mal, da ist ja auch die Kamera, da müsst ihr uns eigentlich sehen, ne, der Vogel. Aber der ist ja nie in seinem Büro, nie, nie. Ich war schon bestimmt 7-mal bei seinem Office. Bei seinem Office und... Das darf man nicht anfangen, das geht aber nicht. Ja, richtig nervig, ne? Dann immer diese Warterei, da kommt jetzt einer, der muss uns jetzt mal reinlassen, weil so geht das nicht. Guck hier, der. Jetzt sind jetzt rein, jetzt gucken wir mal, ne? Ja. Ey. Ja. Nummer 18. Ich kann nicht mehr. Ja, aber sag mal auf den Knopf drücken, gell, du kleine süße Schnupperschnecke. Ich weiß es doch. Wieso denn? Ich lass sie. Soll ich dich mal hochheben, mein Baby? Darfst du nochmal drücken, gell? Okay. So, jetzt drück nochmal schnell. Schnell nochmal drücken. Ui! Unnötig. Unnötig. Das Kind hat Spaß. Das Kind hat Spaß. Ist ja auch nicht. Ach, Kerle. Kerle. Das ist ein Geranz. Geranze. So. Gucken wir mal, was uns da erwartet, ne? Hoffentlich nicht so viele Kakerlakas. Oh Gott, ich hab Angst. Ich hab so Angst. Wieso ist hier Handtücher auf dem Boden? Oh mein Gott. Ja, da freut sich die Lena aber, ne? Salt and Vinegar, die mag ich so sogar. So viel zu meiner Diät, meine Füßen. Was ist denn das hier? Silber, was ist das? Wodka? Bestimmt. Ih, das haben die extra so für uns, stellen die das hier so hin. Ey, was denken die denn? Spicy Wasabi Pea-Mix. Das ist geil. Oh, und 40. Ja, freu mich, danke. Und da eine kleine Kakerlake schon, ne? Ist hier Geld drin? Geld. Oh, aber den was ist das? Ist das hier von? Ist das da von der Sack, vom Alkohol? Ja. Und guck mal hier, so, die sind ja so krank, das haben die alles so für uns hingestellt, oder wie? Der ganze Kühlschrank ist auch noch voll mit Scheiße, ich kann immer. Oh mein Gott. Fuck, guck mal, das Bier, Alter, die sind ja mega drauf. Geil. Ich habe so Angst immer, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Okay. Das sieht ganz okay aus hier. Ist nicht so schlimm. Wäsche. Oh Gott, aber die haben hier schon gehaust, ne? Die haben hier schon richtig gehaust, du. Ich habe mal Angst, dass noch irgendwo einer in irgendeiner Ecke drin steht, ne? Hey, let's go! Ich dachte schon, ich stinke, aber das sind die Essigchips. Okay, ihr Lieben. Jetzt muss ich anfangen. Wo ich überhaupt keinen Bock habe, aber jetzt fange ich an. Oh my God.
ding 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 sind meine Haare so federig vom Shampoo, werden die Haare richtig scheiße. Jetzt den verdammten Autoschlüssel. Da ist extra so ein Haken dran, damit man sich den an die Hose hat, damit man den immer parat hat. Aber Madamelche will ihn als wieder in die tiefsten Taschen stopfen. Ach, bin ich froh, dass wir es geschafft haben. Mama? Von Zipperbrille? Ich bring dich um. Hast du die da gelassen? Ja, also hier ist sie jetzt nicht. Hast du sie eingepackt? Ich habe gar nichts, Lena. Ich habe die nicht eingepackt. Boah, die Lena ist so ätzend. Die hatte ja mal so ein Fotoshooting, ne, von Zipper. Mit so geilen Sonnenbrillen, ne? Und dann, eine war so eine verspiegelte und die andere ist nur so ein bisschen katzig und schwarz. Und die ist so angenehm zu tragen, so toll. Hast jetzt alles durchgesucht, da muss jetzt nochmal hoch, ne? Dann müssen wir jetzt den Umschlag aufmachen, Lena. Oder willst du nochmal? Nee, wir haben das selten. Achso, ja. Den Fock, ja, musst du. Geht nicht anders. Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott, gerade zu gemacht. Nur ein Stück. Ja, reicht das? Mhm. Versuchst du das, ich habe keine Nerven. Ja, und jetzt hatte. Die eine war dann so quasi für mich. Was? Ja, das war meine. Lena, du brauchst jetzt auch nicht lügen. Nee, das hast du dir einfach ausgedacht. Ja, das habe ich mir ausgedacht, weil ich habe sie ja da hingefahren, habe schön auf die Ossi aufgepasst, stundenlang. Also so habe ich jetzt auch noch nie gehört. Während sie... Waren beide. Ist das schon die Straße? Nee, und vor allen Dingen hätte sie sich noch zwei aussuchen dürfen und hat es nicht gemacht. Ja, weil die Wichser... Und zur Strafe nee, alleine ist Fotos eine dann für mich... Die schicken mir gar nichts. Ja, nee, hast du nochmal genervt? Hast du nochmal genervt? Nee. Ich werde, die gucken das, die lesen meine Nachrichten und sagen dann nichts. Anstrengend. Naja, auf jeden Fall hat sie jetzt eine davon dagelassen. Das finde ich ganz schön bescheuert. Aber wo? Weil ich behandle diese Brillen, als wären sie aus purem Gold. Okay. Ich liebe diese Sonnenbrille. Nee, ohne Witz. Ich mag das gar nicht. Ich lege die immer sofort oben hin. Ne? Was? Hast du denn gemerkt? Mhm. Ich hatte sie nicht als letztes. Ja, der hat jetzt hier rumgerotzt. Was hast du gemerkt, Schatz? Das ist hier nicht Farbe. Ja, dann ist ja gut, ey. Oh Gott, das Kind nervt. Bitte hier. Und die denkt jetzt, wir gehen jetzt nochmal putzen. Die kriegt jetzt einen Anfall, ne? Ich will noch ein paar Chips. Ach so. Ich stelle mich so einfach von Aufzug irgendwo, wo gar nicht drüber parkt macht, ey. Weil ich so nochmal. Ach, ich will nicht. Ih, wie es mich nervt, jetzt hier nochmal reinzufahren. Boah. Mama ist doch gerade hinter uns. I'm just trying to figure out where the fuck I put it, man. Ja, vielleicht hast du irgendwo hingestoppt, ne? Aber okay. Meistens liegt sie bei der Kaffeemaschine. Aua. Ja, ne? Kann soll ich hier auch nochmal alles durchwühlen? Ja, Vorsicht selber. Lol. Wo denn? Lol, ich hab's auf den Kühlschrank gelegt. Sehr gut. Ich hatte so Angst. Ich auch. Oder? Nee, in der Wohnung. Ich auch. Ach, was denn? Ich hab Schatten gesehen. Wo denn? In der Wohnung? Nee, im Flur. Dann bin ich auf den Aufzug gegangen und dann hat er bei der 10 angehalten und dann war da kein Schwein und dann ist er wieder zu. Ekelhaft. Und weitergefahren. Krass, ist so weit. Ich könnte nicht in sowas wohnen alleine, so als alleinstehende Frau, ich würde durchdrehen. Ich würde sterben. Am ersten Tag wäre ich ja schon tot. Hm, auch. Das Schlimmste sind so Flure, ne? Das ist gutes Amphetamin. Amphetamin, die Kinder, sie ziehen. Speed, Kokain. Amphetamin. Oh. Mm. So.
Apropos Amphetamin, mich würde ja mal interessieren, wir haben eben wieder so eine gesehen. Hier gibt es ja immer so ganz oft so Crystal Meth Opfer, ne? Und was mich jetzt mal interessieren würde, die sind dann immer richtig geisteskrank, die reden mit sich selber, machen nur so komische Sachen, ne? So komische Grimassen und so komische Bewegungen. Und ich wollte mal wissen, waren das Psychos und dann haben die angefangen, Crystal Meth zu nehmen? Und waren noch psychisch oder gestört. Macht Crystal Meth psychisch gestört? Das ist meine Frage, ne? Das ist meine Frage. Macht dich das zu sowas automatisch oder bist du schon total durch, nimmst dann das und wirst richtig gestört? Ne? Das ist meine Question. Auch heute kommt, glaube ich, mein Handy an. Ich bin so gespannt, ne? Ihr lieben Leute, das erste Handy in meinem ganzen Leben, also ein Smartphone, das ist von vor, ich glaube von 2015 ist das Ding. Ist ja uralt, meine Jungs haben mich schon ausgelacht, aber das ist nagelneu, also nagelneu verpackt, aber halt von 2015 so. Und das, damit, dann mache ich mir auch Snapchat will ich und WhatsApp. Das sind die zwei Sachen, wofür ich das, und natürlich für die Arbeiter, für die E-Mails. Ist das, weil es nervt einfach. Ich will ja keinen Computer mehr. Ich bin so gespannt, ob mir das überhaupt Spaß macht oder ob es mich auch dann langweilt. Aber ich meine, natürlich macht mir Spaß, mit Nils zu schreiben, wann ich will, ohne die Lena anbetteln zu müssen, nicht wahr? Da habe ich schon immer gar keinen Bock mehr. Aber auch dem Ivan WhatsApp zu schicken, sie freut sich auch schon so. Ich will hier weg. Ich will irgendwo hin, wo es keine Autos gibt. Gevögelt. Was den Stau angeht. Ein Rastung! Naja, aber ich wollte sagen, diese Uchi Obermeier Film ist auf die Netflix zu sehen. Und ich gucke mir den sehr gerne an. Immer wieder und wieder. Ich mag auch die Musik und diese ganze Stimmung von diesem Film. Nee. Berlin Tag und Nacht, ich weiß auch nicht, das ist ja auch kein Vergleich, das ist ja ein billiger Schrott. Ist ja auch meine Show, Öl ist geile Show, oder was? Nee. Nee, aber so, das ist irgendwie, nee. Hey, jeder hat doch seine Show, also ich ja, aber das eine ist mit Schauspielern, das andere ist mit irgendwelchen Losern. Das sind doch keine Schauspieler. Berlin Tag und Nacht sind da Schauspieler. Berlin Tag und Nacht. Was geht ab, meine lieben Leute? Ich denke, das ist ganz geile Schauspieler. Ich gucke mir so gerne mir diese Schauspieler an. Ich gucke das manchmal auch mit dir, aber mir wird dann noch schnell langweilig. Und so. Das wird gegeben. Now you can keep on hating. Bye. Aber was ich sagen wollte, ne? Berlin Tag und Nacht ist schon echt eine Grotte. Du, was ist hier los? So grottig. Mama. Und immer dasselbe. Also das ist ja dasselbe, Lena. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Was? Wir machen eigentlich dasselbe, weil du guckst immer Berlin Tag und Nacht, das ist immer dasselbe. Und ich guck immer dasselbe. Ja, nee, ist aber nicht immer dasselbe. Es kommen neue Menschen, es kommen neue Menschen. Sachen. Neue werden betrogen mit neuen. Und neue werden betrogen, das ist wie... welche schlafen mit anderen. Früher habe ich gerne GZSZ geguckt, ne? Das ist auch immer dasselbe. Immer dasselbe, aber anders. Also wenn ich das heute gucken würde, GZSZ, ich bräuchte vielleicht zwei Folgen oder so, dann wäre ich wieder voll drin. Ich mag die Menschen auch. Ist ja wie mit Lindenstraße. Ja, auch in mein Herz geschlossen. Ja, genau, das ist dann auch so. Und bei Lindenstraße zum Beispiel ist es noch geiler. Da habe ich ja bestimmt 10 oder 15 Jahre nicht geguckt. Erst seit ich hier bin, wieder angefangen. Ich habe nichts verpasst, du. Witzig, ne? Und das war bei Berlin auch so, ich finde auch nicht? Einfach lächerlich, wie alle tun, dass Berlin so schlimm wäre und keiner... Ach, Quatsch. Fernsehen ist doch alles Verblödung und bescheuert und das dient einzig und allein der Berieselung. Aber warum schämen sich Und die sollen nicht so tun, ja, weil die nicht mehr alles schämen passen. Die sich das zu gucken? Warum schämen sich die Deutschen überhaupt für alles? Für alles, Mann! Schämen! Gibt's was, wofür euch nicht schämen? Schäme mich! Ich bin ein Mensch! Gibt's was, wofür euch nicht schämen? Okay. Also ich meine, wenn das keiner gucken würde, diese Berlin-Scheiße, dann würde es ja nicht mehr produziert nicht mehr werden. Eben. Dann wären da ja nicht so viele Klicks immer und so, ne? Voll lächerlich. Ja, das finde ich auch lächerlich. Wir wissen alle, dass wir Also ich finde, da sollte man auch voll dazu stehen, das zu gucken.
ne? Ja, düst jetzt mal nicht in uns rein. Kranke Fotze, Alter. Boah, Alter. But you know how to operate that shit? No, you don't. Gott, die macht mir Angst. Geh weg. Geh. Oh mein Gott, sie hat gegeben. Ich kenne mich ja nicht. Naja. Das ist echt verrückt, ne? Ich wüsste auch gar nicht, wofür man sich schämen sollte. Also wenn man was Blödes macht vielleicht, so richtig dumm. Und dann kann ich aber auch sagen, oh Gott, ich schäme mich, ne, so. Ja. Das sage ich dann auch. Und sage, oh mein Gott, das ist mir jetzt aber peinlich. Ich bin ja so widerlich und so, ne. Das kann ich ganz offen damit umgehen. Aber so, weil sie Berlin Tag und Nacht guckt, sich ja, schämen. Ja, haben auch schon viele gesagt. Ja, schämst du dich denn nicht? Sag mal, wie kannst du das nur gucken? Naja, nicht so ernst nehmen alles, ne? So, jetzt haben wir es aber ehrlich geschafft, ey. Das war nochmal super, mega, ekelhaft, anstrengend. Jetzt haben wir noch ein paar Sachen eingekauft. Jetzt will ich einfach nur nach Hause. Ich hoffe, es ist kein Stau. Fidget spinners today are kind of like the Metarizer. Fidget spinner? What the hell? Hat die Lisa jetzt auch ihren Kindern gekauft? Wofür ist das denn? Ding, ding, ding. Das ist doch scheiße, ne? Das ist doch echt scheiße, ey. Aber zur Westseite gibt es halt nur diese Straße. Nur diese Straße. Zieh dir das mal rein. Nur diese eine Straße. Da wohnen so viele Leute. Diese ganze Insel ist ja total überbevölkert. Das ist echt. Das ist der Grund, warum ich es hier echt nicht für immer aushalten werde. Weil dieser Verkehr regt mich nur noch auf. Wo willst du denn hin? Ja, zum Big Island zum Beispiel. Oder nach Molokai. Auf Molokai gibt es keine Ampeln. Traum. Weißt du, Menschen brauche ich nicht zum glücklich sein. Ich brauche nur Natur um mich rum. Und hier meine Menschen, die werden da natürlich nicht leben, aber die könnten mich dann immer mal besuchen. Oder wir können. Wir werden nicht leben. Ihr werdet nicht bei mir leben. Also mein Plan ist ja, wenn ihr alle mal so euer eigenes Ding gefunden habt, dass ich dann mit dem Opa, mit dem Daddy. Was ist, wenn wir hier unser Ding finden? Und dann bleiben wir halt hier, Mann, Herrgott nochmal. Dann muss ich mir das halt geben. Bis ans Ende meiner Tage, aber ich will halt nicht so gerne, mich nervt es so. Ja. Dieser Stau und auch so, es ist schon eklig, wie viele Menschen überall immer sind. Ne? Das ist mir alles so anstrengend. Ich wünschte mir echt, also, aber beim Big Island weiß ich nicht, weil da ist immer dieser, da ist ja der Vulkan, der noch aktiv ist, das ist jetzt auch nicht gefährlich, weil da, wo der immer so, wo das da runterfließt, das Magma, da ist ja, sind da keine Häuser und so weiter. Aber da gibt es dann immer diesen Wok. Ne, das ist schon, manchmal zieht das hier rüber und das macht mich fertig. Ich bin ja so eine Hochsensible und das macht mich fix und fertig. Also ja, nee, Big Island, da ist halt auch viel Regen. Also höchstens, wenn ich an der Kona-Seite mal was Günstiges kriegen würde, dann würde ich da hinziehen, weil da ist es so wie hier, so wüstenartig. Wüstenartig heiß. Und dann kann man ja zum Dschungel auch hinfahren und so. Also das, ja. Das ist schon, also das belastet mich, dass man hier niemals einfach frei. Ich bilde mir auch ein, Lena, als wir hierher kamen, war das noch nicht so schlimm, ne, mit dem Stau. Gar nicht. Ne? War nicht. Jetzt wird immer schlimmer. Ich meine, es sind ja 7, 8 Jahre. Ja, ja, sind 8 Jahre. Und hier Richtung Westen, da haben sie halt sehr viele Häuser gebaut. So neue Häuser und die wohl auch gut verkauft und dann umso mehr Leute kommen dann, ne? Das ist schon wirklich anstrengend, aber jetzt geht es ja auch wieder, es geht ja schon. Es ist halt wirklich anstrengend. Weil einfach nur mal so locker irgendwo hinfahren, zum Beispiel wenn du dir so überlegst, ja, ich will zur North Shore, also zum Beispiel am Wochenende kannst du da nicht hin, außer du weißt, dass du da noch mindestens eine Stunde im Stau stehst. Mindestens eine Stunde stehst, nicht? Also für den ganzen Weg brauchst du dann 3 Stunden oder so. Das ist irgendwie blöd, da hat man nicht so Lust zu, ne? Das ist halt, hier gibt es halt keine Entfernungen so, aber lange Zeit im Auto sitzen musst du trotzdem. Aber dafür hast du dann hier den Blick, ne? Ich meine, das ist schon auch... Ist ja schon auch was wert, ne? Ist schon schön. Und morgen, ich freue mich so auf morgen. Ah, ich freue mich so.
ins Wasser zu tauchen. Ihr lieben Leute, ich will einfach nur nach Hause. The struggle is real. Ich will einfach nur nach Hause. Was macht die kleine Otzi? Guckst raus. Guck, siehst du da den schönen Ocean? Das Wasser, Waja, sagt sie, Waja. Der Ocean, der Ozeaner Ocean. Da ist, oh, wie schön. Die Ozzi liebt es, ne? Die kriegt Lachkrämpfe. Die legt sich so hin und wartet, dass die Wellen so kommen. So verrückt, ey. Das war so niedlich neulich. Und in das Wilde wollte sie hinein. In so eine kleine Pfütze, das wollte sie gar nicht. Das war ihr zu langweilig. Sie wollte in das Wilde. Das war zu süß.